Leider kann ich nicht hier sein, da ich bei einer Veranstaltung der Naturfreunde bin. Ich wünsche euch allen die Kraft, damit wir diesem Angriff der imperialistischen Staaten ein sichtbares Zeichen entgegensetzen können. An allen Ecken und Enden zeigt der US-amerikanische Präsident ruft den Notstand aus, um gegen die Verfassung den Haushaltsplan des US-Kongresses außer Kraft setzen zu können, damit er eine Mauer gegen Menschen bauen kann. Die Regierungen der Staaten der EU bauen die Festung Europas aus und nehmen sehenden Auges hin, dass nahezu jeden Tag Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen. Die NATO-Staaten planen das größte Aufrüstungsprogramm ihrer Geschichte und weigern sich, Regionen der Welt verhungern müssen, ernsthaft zu helfen. Und diese Regierungen und Staatschefs wollen uns und den Menschen in Venezuela erzählen, Merkel sollten sich schämen. Die Regierung Maduro hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr für die internationale Solidarität und die Bekämpfung der Armut getan, als alle Regierungen der imperialen Staaten zusammen. Während diese Regierungen die Entwicklungsmöglichkeiten der Staaten des globalen Südens durch ihre neoliberale Handelspolitik zerstören, hat die Regierung Venezuelas durch konkrete Hilfen den Staaten und Menschen. In der heutigen Krise des Kapitalismus haben seine Helfershelfer zum Angriff auf alle Regierungen geblasen, die sich den ungehemmten Angriffen der imperialen Staaten des globalen Nordens entgegenstellen. Regierungen, die einen eigenen Weg unabhängig vom Kapitalismus gehen wollen, sollen weichen. So auch die demokratisch gewählte Regierung von Venezuela. Liebe Genossen und Genossinnen, wir müssen der kubanischen Regierung dankbar sein, dass die US-amerikanischen Militärs an den Grenzen Venezuelas aufgedeckt haben. Gemeinsam müssen wir uns diesen imperialen Angriffen entgegenstellen. Wir haben die Geschichte der US-amerikanischen Angriffe gegen demokratische Regierungen nicht vergessen. Wir erinnern an die Ermordung von Salvador Allende und die Ermordung vieler Tausender und Demokratinnen durch die von den USA.
ये ये रूल सिखा रहा है कि आप कैसे कैसे चलना है और मुझे फॉलो करना है और काफ़ी कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, कुछ बर्लिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। Well,